Der Städtebau darf niemals nach Augenblicksbedürfnissen von Fall zu Fall getrieben werden, sondern auf weite Sicht. Die Kunst des Städtebaus erschöpft sich nicht in Bautechnik und Baukunst, sie ist auch Teil der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik. Gustav Böß, Oberbürgermeister von Groß-Berlin 1921 bis 1929. Herzlich willkommen im Kronprinzenpalais unter den Linden, mitten im Herzen unserer unvollendeten Metropole Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Tobias Nöfer, ich bin der Vorsitzende des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin-Brandenburg und ich begrüße Sie ganz herzlich in unserer Ausstellung, die wir anlässlich des 100-jährigen Geburtstages von Groß-Berlin hier im Kronprinzenpalais zeigen. Die Ausstellung besteht nicht nur aus einem Blick zurück, sondern auch aus einem Blick nach Europa und vor allem auch aus einem Blick in die Zukunft unserer Metropole. Wir fragen uns, wie sieht diese Stadt in 50 Jahren aus? Wir haben nicht nur die Architekten der Welt gefragt, sondern wir fragen auch uns alle Beteiligten in dieser Stadt, wie unsere Metropole weiterentwickelt werden kann. Dies alles hier im Kronprinzenpalais in einer großen Ausstellung, die wir jetzt digital präsentieren. Das Kronprinzenpalais ist an prominenter Stelle aus einem älteren Adelspalais an dem Boulevard unter den Linden entstanden. Der Boulevard war kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg angelegt worden und wenig später entstanden die ersten Adelspalais an seinem östlichen Ausgang. Und die prominente Lage entwickelt sich einmal aus dem Stadtschloss auf der Schlossinsel und auf der anderen Seite dem etwas später entstandenen Forum Fredericianum mit der Oper, mit der Kathedrale etc. Und in dieser prominenten Lage hat sich das Palais in mehreren Stufen dann repräsentativ ausgestaltet. Es war ein großes, wunderbar proportioniertes Palais mit Säulenvorlagen und großem Walmdach. In diesem Palais ist dann auch durch die Übernahme der Hohenzollern Friedrich II. Geboren worden, der Große. Nach ihm weitere Könige und Kaiser. Also insofern hatten die Hohenzollern hier einen ganz wesentlichen Anteil an der Geschichte des Hauses. Nach dem Ende des Kaiserreichs hob die Weimarer Zeit an und somit sofort eine Umnutzung. Und die hochinteressant ist, denn das Kronprinzenpalais wurde eine Dépendance der alten Nationalgalerie. Hier wurden die Porträts ausgestellt der Nationalgalerie und die neue Kunst zog ein. Das war aber nur von kurzer Dauer, weil bereits das Jahr 1933 vor den Toren stand. Die Nationalsozialisten mit ihrem 1000-jährigen Reich hatten Gott sei Dank nur 12 Jahre Zeit. Aber in diesen 12 Jahren ging eben das Haus auch im Bombenhagel unter. Als Gästehaus des ZK der SED ist dann das Kronprinzenpalais in die neue Zeit gelangt und berühmt wurde relativ rasch nach dem Fall der Mauer. Das Datum des 31. August 1990, als die Minister Krause für die DDR und Schäuble für die Bundesrepublik Deutschland hier den Einigungsvertrag unterzeichneten. Daran schlossen sich keine größeren politischen Ereignisse an, umso mehr aber gab es hier zahlreiche Ausstellungen hochkarätiger Art. Das war aber dann die Voraussetzung dafür, dass wir vom Architekten-Ingenieurverein hier unsere große Ausstellung der unvollendeten Metropole eröffnen konnten. Das wichtigste Ereignis im Dasein Berlins ist die Eingemeindung des Jahres 1920. Die Ausstellung startet mit dem Jahr 1920, als Groß-Berlin geschaffen wurde. Ein Schlüsseljahr in der über 800-jährigen Geschichte von Berlin. Auch wenn die Zeitgenossen das damals vielleicht gar nicht so gesehen haben. Was passierte 1920? Die preußische Landesversammlung, sozusagen das Parlament, beschloss mit einer hauchdünnen Mehrheit die Schaffung von Groß-Berlin am 27. April 1920. Und am 1. Oktober 1920 begann dann das neue Groß-Berlin. Als am 27. April die Zeitungen melden, Groß-Berlin ist geschaffen, dann war das nur eine kleine Notiz mit dem Hinweis, Beifall auf der Linken, Zischen auf der Rechten. Eine kurze Notiz. Warum? Damals gab es ganz andere Probleme. Beispielsweise der Kapp-Putsch war erst einige Wochen vorbei. Der Kapp-Putsch, der die junge Republik ins Wackeln gebracht hat,
der dazu geführt hat, dass die Regierung Berlin verlassen musste. Also eine der großen politischen Turbulenzen. Dann die spanische Grippe, die Pandemie, wie das auch so damals genannt wurde, war erst im Abklingen. Und sie hatte etwa 40.000 Tote im Raum Berlin zur Folge gehabt. Das sind vielleicht zwei Elemente, gibt viel mehr auch. Aber warum war eigentlich Groß-Berlin überhaupt notwendig geworden? Die Metropole gab es ja schon vorher, aber als kommunalen Flickenteppich. Räumlich, kulturell, verkehrlich, wohnungsbaumäßig war Groß-Berlin längst vorhanden, hatte sich in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg in einem Turbo-Wachstum herausentwickelt. Groß-Berlin war da aber nicht politisch. Politisch als kommunalpolitische Einheit wurde sie 1920 dann gegründet. Eine der wichtigsten Figuren, die Groß-Berlin durch die Weimarer Republik geleitet, geführt haben, war der Oberbürgermeister Gustav Böss von 1921 bis 1929. Er fiel in Vergessenheit und wurde erst jetzt im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen zu Groß-Berlin eigentlich wieder bekannt. Die Ausstellung beginnt in diesem Foyerbereich und sie ist wie folgt organisiert. Die Frage stellt sich nämlich, warum hat es eigentlich überhaupt diesen Weg nach Groß-Berlin gegeben? Es sind viele Gründe, die dazu geführt haben. Zwei sind besonders wichtig. Einmal, die städtebauliche Entwicklung war völlig chaotisch. Die Gemeinden haben sich nicht miteinander angemessen abgestimmt. Das wurde als großes Problem gesehen. Darüber hinaus gab es einen riesigen Unterschied zwischen reichen und armen Kommunen. Da musste auch ein Ausgleich geschaffen werden. Insgesamt stellte sich jetzt die Frage, wie kann denn so ein riesiger Großraum gesteuert werden, städtebaulich organisiert werden, damit er sich vernünftiger entwickelt als vor 1920. Und es waren folgende Themen, die eine große Rolle spielten in der Fachdiskussion, in der politischen Diskussion, eigentlich bis heute. Das ist die Frage der Zentren. Das ist die Wohnungsfrage. Das ist die Grünfrage. Das ist natürlich die Verkehrsfrage. Das sind alles Themen, die unsere Ausstellung organisieren. Und es sind nicht nur Themen, die unser Verständnis dieses Großraums prägen, sondern es sind auch Themen, die dazu dienen können, diesen Großraum in eine nachhaltige Zukunft zu steuern, wenn sie denn sinnvoll miteinander kombiniert werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der Berliner Stadtverwaltung ist das Schnellbahnnetz so schnell wie möglich auszubauen. Groß-Berlin ist ein Kind der Eisenbahn. Die Fernbahnen entstanden schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts und dann in dichter Folge in der Kaiserzeit wurden die Eisenbahnstrecken ausgebaut, viele Kopfbahnhöfe entstanden und diese Eisenbahnen, die aus allen Himmelsrichtungen nach Berlin hineindrängten, bedingten auch die Grundform unserer Metropole, den Siedlungsstern. Der Siedlungsstern ist sozusagen eine Folge der Eisenbahnerschließung der Stadt. Ja, in den Jahrzehnten vor der Einführung des Automobils war die ganze Stadt auf die Eisenbahn angewiesen, sowohl für den Güterverkehr wie für den Personenverkehr. Und aus diesem schienengebundenen Verkehr entwickelt sich dann im 19. Jahrhundert erst der Nahverkehr für die kurzen Entfernungen in der Stadt zur Arbeit und von der Arbeit. Und das Verkehrsmittel, was diesen Nahverkehr getragen hat, war in Berlin und andernorts die Straßenbahn. Die Straßenbahn hat drei Viertel des Nahverkehrs transportiert und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird sie ergänzt nach und nach von der U-Bahn, der unterirdischen Straßenbahn sozusagen. Die entstehen in Berlin erst am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Berlin hatte viele Kopfbahnhöfe und war jahrzehntelang auf der Suche nach einem Hauptbahnhof, nach einem Zentralbahnhof, um das Umsteigen zu erleichtern, zu optimieren. Und seit der Kaiserzeit gab es eine Verbindung in Ost-West-Richtung zwischen dem Schlesischen Bahnhof, dem Lehrter Bahnhof und der Charlottenburger Bahn. Und diese Stadtbahntrasse, Stadtbahnverbindung von einigen wenigen Kopfbahnhöfen sollte immer ergänzt werden durch eine Nord-Süd-Bahn, die natürlich dann unterirdisch durch die bebaute Stadt geführt werden musste und sich auch im Lehrter Bahnhof oder im Potsdamer Anhalter Bahnhof treffen sollte mit dem anderen Verkehren der Stadt. Und was sich dann nach über 100 Jahren Planungsvorlauf herauskristallisierte, war erst in der Nachwendezeit der Ersatz für die Hauptbahnhöfe der geteilten Stadt, also für den Zoologischen Garten im Westen und den früheren Ostbahnhof, Schlesischen Bahnhof, dann Hauptbahnhof genannt. In Ostberlin war dieser heutige Hauptbahnhof am Ort des Lehrter Bahnhofs. Unterirdisch Nord-Süd-Trasse und in Ost-West-Richtung die alte Stadtbahn kreuzend. Das ist die Lösung, die sich nach einer kleinen Ewigkeit heraus gebildet hat. Berlin braucht nicht nur breite Straßen, sondern auch organisch gestaltete Plätze, durch die der Weltstadtverkehr schnell, sicher und bequem durchgeschleust werden kann. Aus der Schienenmetropole Berlin des 19. Jahrhunderts wurde im 20. Jahrhundert die Autometropole. Berlin wurde begraben unter dem Autoverkehr. Wie kam es dazu? Das Auto ist eine Erfindung der 1880er Jahre, aber einigermaßen sichtbar auf den Straßen Berlins wurde es erst nach 1904, als der Kaiser sich ein Auto gekauft hatte. Die Motorisierung blieb extrem bescheiden, auch noch in den 1920er Jahren, aber die Pläne liefen amok. Und das erste große Fanal zur autogerechten Stadt ist der Wettbewerb 1910 Groß-Berlin. Da wurde die autogerechte Stadt zum ersten Mal auch im weltweiten Vergleich gefordert, propagiert und geplant. Und diese Planungen blieben aber in den Schubladen. Sie wurden in der Weimarer Zeit nicht realisiert. Das änderte sich nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. Nach 1933 wurde die Autobahnplanung aus der Weimarer Republik nun umgesetzt und als erste Autobahn entstand die Autobahn Berlin-Stettin und dann dieser riesige Autobahnring weit jenseits der bebauten Stadt. Und nach den Kriegszerstörungen werden die Autobahnen auch innerstädtisch. Sie werden durch den bebauten Raum der Stadt gelegt, ohne jede Rücksicht auf die Strukturen und auf die Häuser, die den Krieg überstanden hatten. Und das Paradebeispiel dafür ist diese Autobahnplanung durch Kreuzberg, die den Oranienplatz und das Hallische Tor und anderes unter sich begraben hätte. Viele andere Straßen und Plätze wurden unter dem Autoverkehr begraben, in Ost- wie in West-Berlin. In Ost-Berlin traf es den ältesten Platz der Stadt, den Molkenmarkt zwischen Rathaus und Stadthaus. Nach einem langen Planungsvorlauf, eine Direktverbindung zu schaffen zwischen dem Potsdamer Platz und Alexanderplatz, war es in 60er Jahren soweit. Und in einer riesigen Autoschneise wurde der spärliche Autoverkehr durch das Herz der Stadt geführt. Das soll jetzt nach der Wiedervereinigung schon seit einigen Jahrzehnten wieder rückgebaut werden. Da soll die Stadt zurückkommen. Aber jetzt, im Jahre 2021, ist diese neue verschwenkte Hauptverkehrsstraße schon gebaut und sie ist 50 Meter breit, sodass die autogerechte Stadt da noch ein langes Leben haben wird. Der Entwicklungszug im Stadtinnern geht von Osten nach Westen. Die Gegend am Zoologischen Garten wird ein, wenn auch besonders gearteter, Teil der City werden. Berlin entstand im Mittelalter als Handels- und Bürgerstadt. Und so blieb es auch ein halbes Jahrtausend. Dann wuchs Berlin über sein altes Zentrum hinaus und erweiterte sich vornehmlich mit zentralen, vornehmen Quartieren nach Westen. Die Linden entlang, die Friedrichstadt, die Dorotheenstadt. Eine Besonderheit Berlins ist diese Dualität, dass es neben dem alten Hauptzentrum auch noch ein ernsthaftes Nebenzentrum gab und das schon seit der Barockzeit. In Charlottenburg war die wichtigste Nebenresidenz der Hohenzollern. Das wird ausgebaut im späten 19. Jahrhundert mit diesem Reitweg Kurfürstendamm zu einer vornehmen Wohn- und dann Geschäftsstraße mit dem Höhepunkt um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Diese Dualität der Stadt
sollte noch ganz neu gefasst werden in dem Nationalsozialismus. Da plante bekanntlich Albert Speer ein riesiges neues Stadtzentrum zwischen beiden Zentren im Bereich Spreebogen, Tiergarten, die große Nord-Süd-Achse. Die blieb aber ja, großteils unrealisiert. Und die Spaltung, die Dualität war sozusagen die Bedingung der Möglichkeit für die Spaltung Berlins in den 40 Jahren der Berliner Mauer. Als die Mauer gefallen war, hatte Berlin diese beiden Zentren, das Zentrum Westberlins um den Zoologischen Garten und das Zentrum Ostberlins um das Rote Rathaus und Alexanderplatz. Und es konnte sich nach 1990 der Alexanderplatz und sein Umfeld wieder etablieren als das Hauptzentrum der Stadt. Und Charlottenburg-Breitscheidplatz ist ein wichtiges Nebenzentrum mit vielen Kaufhäusern. Diese beiden Zentren und der zwischenliegende Potsdamer Platz werden akzentuiert durch den Bau von Hochhäusern. Und da haben wir noch viele weitere zu erwarten, insbesondere am Alexanderplatz nach der Planung von Hans Kollhoff. Ab dem 18. Jahrhundert gab es eine Westwanderung von zentralen Funktionen aus der historischen Mitte in die Friedrichstadt, in den Alten Westen vor dem Potsdamer Tor. Und die mittelalterliche Stadt wurde weniger wichtig. Das führte zu einer Planung in der Weimarer Republik, die den vollständigen Abriss der Altstadt mit sich bringen sollte. Die konnte aber nicht realisiert werden vor 1933. Erst 1935 begannen die Abbrüche für ein kleines Gauforum, ein Altstadtforum zwischen Rathaus und Stadthaus, dort wo heute die Gruner Straße verläuft. Groß-Berlin hat nicht nur eine historische Mitte. Groß-Berlin hat, weil es ja aus so vielen Gemeinden zusammengesetzt worden ist, eine Fülle von Zentren, von mittleren, kleinen und kleinsten Zentren, so viele Zentren wie kaum eine andere Großstadt in Europa. Sie hat auch Zentren am Stadtrand. Zwei möchte ich kurz ansprechen. Eines, das schon da war, als 1920 Groß-Berlin gegründet worden ist, das Zentrum von Frohnau, ganz im Norden der Stadt, eines der schönsten suburbanen Zentren, die es weltweit überhaupt gibt. Nicht richtig wertgeschätzt in der Stadt, wie vieles, was wir an Reichtümern haben. Ein Zentrum, das gestaltet worden ist von dem Gartenarchitekten Ludwig Lesser. Ein Zentrum, das eine große Herausforderung hatte. Es musste ein Bahnübergang geschaffen werden und verschiedene Höhen bewältigt werden. Und das wurde genial dort bewältigt. Wir haben allerdings auch neue Zentren am Stadtrand bekommen im Laufe von 100 Jahren Groß-Berlin. Dazu gehört etwa das Zentrum von Marzahn, die Marzahner Promenade, das zweifellos ambitionierteste und bedeutendste Stadtzentrum einer Großsiedlung in der DDR. Die Vielfalt an Zentren sind ein großes Pfund für die Zukunft. Wir müssen sie nachhaltig entwickeln, pflegen, in eine Zukunft führen, denn die Zukunft braucht viele Zentren, die fußläufig erreichbar sind. Es genügt nicht, Wohnungen zu bauen. Die Wohnungen müssen auch bezahlbar sein. Die Wohnungsfrage. Berlin war immer ein Experimentierfeld unterschiedlicher Wohnungspolitiken. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gab es einen privatwirtschaftlichen Wohnungsbau, der zu einer krassen sozialen Polarisierung geführt hat zwischen eng bebauten Mietskasernenvierteln in der Innenstadt und großzügigen Villensiedlungen am Stadtrand. Diese Situation wollte man 1920 grundsätzlich ändern. Die Kritik an der Mietskasernenstadt war das Leitmotiv für 100 Jahre Wohnungsbau in Groß-Berlin. Zunächst sollten neue Siedlungen als Alternative zum dicht bebauten Wohnen in der Innenstadt realisiert werden. Wir können eine ganze Palette von Siedlungen betrachten, die immer unterschiedlich waren, je nach Zeitpunkt. Alles startete mit der Siedlung Neu-Tempelhof
als ersten Versuch eine Alternative zur dicht bebauten Mietzgersennenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings zu schaffen. Es folgen weitere Siedlungen, insbesondere eine der größten, kaum bekannten, die Siedlung am Südwestkorso, die sogenannte Künstlerkolonie um den Laubenheimer Platz, eine relativ dicht bebaute Wohnanlage aus den 20er Jahren, sehr stark durchgrünt. Es folgen verschiedene Projekte in den 20er Jahren, in der Nazizeit, aber insbesondere auch im geteilten Berlin. In Ostberlin gab es als erste interessante Großsiedlung die sogenannte Siedlung Fenpfuhl, die um einen kleinen Teich herum angelegt worden ist. Wir wissen, es folgte später eine der größten oder die größte deutsche Siedlung überhaupt, Marzahn. Aber nicht nur Alternativen zur Mietskasernenstadt am Stadtrand in Form von Siedlungen wurden gebaut, sondern seit den 60er Jahren begann man auch die Mietskasernenstadt selber anzugreifen. In Westberlin wurde 1963 ein Stadterneuerungsprogramm aufgelegt, das insbesondere den Wedding zum Thema hatte, das Sanierungsgebiet Wedding-Brunnenstraße, das größte Sanierungsgebiet in Deutschland, man sagte damals in Europa. Dort wurde großflächig begonnen, die alte Stadt abzureißen und durch eine neue Bebauung zu ersetzen. Ein extrem kostspieliger Vorgang. Bereits in den 70er Jahren begann man, eine etwas behutsamere Variante der Stadterneuerung zu versuchen, die auch in Ostberlin zum Tragen kam. Und zwar ganz in der Nähe des Sanierungsgebiets Wedding-Brunnenstraße, sozusagen auf der anderen Seite der Mauer im Gebiet um den Arkonaplatz. Dort wurden nun die Gebäude am Blockrand erhalten, im Inneren aber abgerissen, dort Freiflächen geschaffen und Platz für soziale Infrastruktureinrichtungen. Erst viel später wird die Mietskasernenstadt rehabilitiert, behutsam erneuert und heute ist sie eine der beliebtesten Wohngegenden überhaupt, was man sich früher überhaupt nicht hat vorstellen können. Das ist sicher auch eine Botschaft. Wir müssen vorsichtig sein, wir müssen behutsam mit dem Bestand umgehen. Aber heute stellt sich von neuem die Frage, wie können wir die drängende Wohnungsknappheit lösen? Nach der Wiedervereinigung gab es große Projekte, die unter anderem ein wichtiges Thema, das typisch für Berlin ist, aufgegriffen haben. Das heißt, die neue Nutzung von Militärflächen. Und ein prominentes Beispiel sind die Metropolitan Gardens in Zehlendorf, wo der alte Sitz der Militäradministration der Amerikaner jetzt zu einem komfortablen Wohnviertel umgewandelt worden ist. Wohnungsbau in Berlin ist weiterhin mit der Herausforderung konfrontiert, sowohl neu zu bauen, als auch den Bestand preiswert zu halten. Die alte These von Gustav Böss, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, ist auch heute noch gültig. Ein Netz von Grünflächen soll die Baugebiete durchdringen. Strahlenförmige Grünzüge sollen von den Innenparks zu den Waldungen und Außengebieten hinausführen. Die Stadt Berlin war früher steinern. Es gab eigentlich keine Straßenbäume. Das beginnt erst in Berlin mit der Allee unter den Linden in der Barockzeit. Aber im 19. Jahrhundert wird der Straßenbaum dann heimisch in Berlin und viele der neu angelegten und ausgebauten, verlängerten Straßen bekamen dann Straßenbäume und machte das Stadtklima wesentlich angenehmer. Gärten gab es auch kaum in der Stadt, nur die Großbürgertum und die Herrschaften, also der Adel hatte große Schlösser und prächtige Gärten und das ändert sich auch im bürgerlichen Zeitalter im 19. Jahrhundert. Da entstehen Volksparks wie der Volkspark Friedrichshain. Und die Blütezeit der Volksparkbewegung ist aber die Zeit der Weimarer Republik. In den 20er Jahren entsteht eine ganze Fülle. Herausgreifen will ich den Volkspark Rehberge vom Gartendirektor Erwin Barth.
Der Höhepunkt des Volksparks Rehberge war ein Kunstwerk von Georg Kolbe, der Rathenaubrunnen. Dieser schraubenförmige, 4 Tonnen schwere Bronzebrunnen für diesen herausragenden Unternehmerduo von Vater und Sohn Rathenau, den Gründern der AEG, wurde nach 1933 mit antisemitischen Parolen beschmiert und dann sogar eingeschmolzen, um daraus ein Schiller-Denkmal zu gießen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Stadt Berlin Ost wie West autogerecht umgebaut. Und dem werden auch die grünen Plätze der Kaiserzeit und der Weimarer Republik vielfach geopfert. Ein besonders schmerzlicher Verlust ist der Bundesplatz, der frühere Kaiserplatz in der Bundesallee, früher Kaiserallee in Wilmersdorf, der getunnelt wurde in den 1960er Jahren. Und durch diese Tunnelung verlor er seine Erholungsqualität für die Anwohner und auch einen Großteil seiner Grünanlagen. In der Tradition der Volksparkbewegung stehen die Gärten in Marzahn. Ihre Ursprünge liegen in den 80er Jahren in der Berliner Gartenausstellung im Jubiläumsjahr 1987, 750 Jahre Berlin. Und sie erfahren einen sehr großzügigen Ausbau ab 1995 mit den Gärten der Welt und ein weiteres Mal vor wenigen Jahren mit der internationalen Gartenbauausstellung Berlin, sodass jeder, der Erholung sucht, gut beraten ist, wenn er nach Berlin-Marzahn fährt. Als die neue Stadt Berlin 1920 ins Leben trat, stand sie vor ungemein schwierigen städtebaulichen Verhältnissen. Die erste städtebauliche Aufgabe der neuen Einheitsgemeinde war, die Zerrissenheit durch Einheit, die Planlosigkeit durch Planung zu ersetzen. Es wurde sofort eine einheitliche Bauordnung und ein einheitlicher Generalbebauungsplan in Angriff genommen. Macht und Ohnmacht, Parade großer Pläne, da lassen wir tatsächlich 14 große Pläne staccatoartig aufmarschieren, Pläne auf dem Weg nach und während der Entwicklung Groß-Berlins. Wobei der erste Plan, den wir genau betrachten, eigentlich gar kein großer Plan ist, sondern ein kleines Stück Papier, ein Geldschein, Inflationsgeld von 1922. Mit diesem Geldschein hielten alle das in der Hand, was natürlich auch in einem großen Plan, aber auch viel abstrakter zu sehen war. Auf dem Geldschein waren abgedruckt alle 20 Stadtbezirke und damit auch die Verwaltungseinheiten, die Groß-Berlin seit 1920 ausmachten. Wir bleiben auch noch in den 20er Jahren mit dem Liegenschaftsplan von 1929. Das war einer der Teilpläne der Weimarer Republik. Und der zeigt an diesen gelben und blauen Feldern ganz deutlich die Bodenvorratspolitik. Und er ist auch ja ein Produkt der jetzt kommunal bestimmten Stadtverwaltung oder Stadtplanungslenkung im Gegensatz zu der privatwirtschaftlich gelenkten Stadtplanung vor dem Ersten Weltkrieg. Viel weniger farbenprächtig der nächste Plan, nämlich der Generalbebauungsplan des Generalbauinspektors für die Reichshauptstadt und was wie eine Berufsbezeichnung klingt, benennt aber eine Behörde, nämlich die jetzt staatlich gelenkte oberste Stadtplanungsbehörde, die Albert Speer von 1937 bis 1942 geleitet hat. Und von 1942 stammt auch dieser Generalbebauungsplan, dessen Hauptstruktur aus einem Gerüst von Hauptstraßen, die sowohl ringförmig als auch radial angeordnet waren, bestand. Er wurde nur in kleinen Teilen umgesetzt, aber was man auf keinen Fall unerwähnt lassen darf, gerne unter den Tisch fallen gelassen wird, ist, dass die Realisierungsabschnitte nur geschehen konnten durch die Verfolgung und Enteignung von Juden und durch den Einsatz von Zwangsarbeitern. Wir machen jetzt einen großen Sprung in das Jahr 1965 zum Flächennutzungsplan, der 1970 schließlich in Kraft trat. Dieser Plan hat größeren Einfluss genommen auf die Geschicke der Stadt als alle Pläne seit 1945 zuvor. Er sah die Modernisierung der westlichen Teilstadt vor, und zwar ganz im damaligen Sinne, und das bedeutete autogerecht. Stadtautobahnen, riesige Schneisen, die dafür hergestellt werden mussten, und das wiederum zog Kahlschlagsanierungen nach sich. Wir kennen alle auch noch die Protestaktionen, die daraus resultierten. Die Hausbesetzerszene gehört dazu, um das Schlimmste davon zu verhindern. Dieser Plan hatte großen Einfluss, er hatte auch positive Auswirkungen, nämlich den Ausbau des U-Bahn-Systems. 1987 entstand das Schema eines Generalbebauungsplanes für Ost-Berlin.
In dieser sehr klaren und anschaulichen Grafik lässt sich gut ablesen, wie sich die strahlenförmige Entwicklung der Stadt wirklich ausschließlich nach Osten orientiert, damit nur die Hälfte des Großraums Berlins berücksichtigt hat und selbst Potsdam ausgespart hat. Allerdings hat dieser Plan keine Wirkung mehr entfaltet. Er wurde nicht mal mehr offiziell verabschiedet, 2 Jahre vor dem Mauerfall. Zwischen Mauerfall und dem offiziellen Datum der Wiedervereinigung, also sehr, sehr schnell, fanden sich Experten aus Ost und West zusammen, von der Stadt und vom Land, und bildeten den provisorischen Regionalausschuss, dessen Planungsgruppe Potsdam 1990 einen Plan vorlegte, der klare Zielvorstellungen formulierte, nämlich beispielsweise die weitere Zersiedelung zu verhindern, bereits bestehende Zentren zu stärken, Freiflächen auszuweisen und sich am rund 100 Jahre alten Bild des Siedlungssterns zu orientieren. Dieser Plan hat auch heute noch deutlichen Einfluss. Viele Erfolge der Neu-Berliner Politik sind erst durch die Bildung der Einheitsgemeinde Berlin ermöglicht worden. Ein weiteres wichtiges, großes Thema für das Thema Großstadt ist Messe. Messe als Ort des internationalen Austausches, Umschlagplatz für Ideen, für Produkte. Die Messe in Berlin, immer noch seit 1924 am selben Ort angesiedelt, ist ein echtes Kind Groß-Berlins. 1926, 2 Jahre später, erhielt die Messe Berlin auch ihr Wahrzeichen in Form des Funkturms nach Plänen von Heinrich Straumer. Später kamen dann die sehr prägenden Gebäude von Richard Ermisch ab 1937 dazu, die sich der Masurenallee entlang ziehen. Und später dann, viel später dann, 1979, dieses merkwürdige UFO, was da auf einmal landete, nämlich das ICC von Ralf und Ursulina Schüler-Witte. Nach wie vor ist die innerstädtische Lage der Messe sehr, sehr attraktiv. Eine städtebauliche Perle ist das Areal ganz und gar nicht, umtost von Stadtautobahn. Da sind noch viele Fragen offen, da ist noch einiges zu tun, um das wieder in den Griff zu bekommen. Ebenfalls ganz wichtig für den Standort Berlin und auch immer schon berühmt dafür war die Stadt als Wissenschaftsstandort mit unzähligen Instituten, die wegweisende Forschung betrieben haben, mit wichtigen Universitätsstandorten. Einer davon die TH, Technische Hochschule am Anfang, damals noch am Rande der Stadt in Charlottenburg angesiedelt, heute Technische Universität, längst eingewachsen. Die TH hat der Entwicklung nach Westen von Berlin enormen Schub gegeben. Auf dem Ölgemälde von Matthias Köppel, der nicht normaler ist, sondern auch selbst Prof an der TU war, sieht man die Straße des 17. Juni hinunter auf das Hauptgebäude der TU von 1968. Zu dem rasanten Wachstum Berlins schon Ende des 19. Jahrhunderts gehörte unbedingt die Industrialisierung und die wurde auch besonders vorangetrieben dadurch, dass sich Siemens hier niedergelassen hat, seit 1897 schon. Auf dem Ölgemälde von Anton Scheuritzel, das ist eine Idealansicht, sieht man ein sehr weitläufiges Gelände. Ganz so großzügig wurde es dann doch nicht, aber immerhin, obwohl Siemens seit Jahrzehnten abgewandert ist nach München, hat es doch einem Teil Spandaus seinen Namen hinterlassen, die Siemensstadt. Es ist außerdem die Großsiedlung Siemensstadt entstanden 1927 bis 1934 nach Plänen von Hans Scharoun. Diese Siedlung genießt heute sogar den Status eines Weltkulturerbes. Es gibt aber auch eine Zukunft für die Siemensstadt, nämlich Siemensstadt 2.0. 2020 haben O&O Baukunst einen Wettbewerb gewonnen. Sie planen jetzt auf diesem Areal einen Campus mit der Mischung aus Wohnen, Forschen und Produzieren. Was heute beinahe in Vergessenheit geraten ist, ist die wichtige Rolle, die das Militär immer für Groß-Berlin gespielt hat und auch schon davor. Die Stadt ist umgeben von großen Militärarealen, die heute größtenteils ungenutzt werden. Ein ganz wichtiges, prägendes Feld war der Truppenübungsplatz Döberitz, westlich von Spandau, prägend deshalb, weil durch die Anbindung dieses Truppenübungsplatzes an die Stadt die Heerstraße ab 1911 entstand. Und die Heerstraße ist zu einer der wichtigsten Achsen Berlins geworden. Sie nahm ihren Ausgang am Stadtschloss. Auf dem Foto sieht man ein SS-Zeltlager 1933 im August. Etwas später entstand dort auch das Olympische Dorf. Zwischen 1947 und 1992 hatte hier
die Sowjetarmee einen Standort. Heute wird das Gebiet genutzt, noch durch die Bundeswehr zum Teil, aber es entstehen dort auch neue Wohngebiete und ein großes Areal ist auch ausgeschrieben als Naturschutzgebiet. Großstadtentwicklung ist auch nie zu denken ohne große Verkehrsinfrastrukturprojekte. Und ich möchte jetzt am Beispiel des BER nicht die desaströse Planungs- und Baugeschichte wiederholen, sondern eher auf die Geschichte abheben, auf die sehr bewegte, die dieser Standort als Flughafen hatte seit 1934, seitdem das ein Werksflughafen der Henschelwerke war, ganz im Dienst der nationalsozialistischen Luftwaffe. Heute trägt der BER ganz stark dazu bei, dass sich die Gewichte der Stadt verschieben. Durch die Schließung von Tegel wird der Norden Berlins quasi ja, abgewertet als Drehkreuz. Dafür gewinnt der Süden, Südosten umso stärker hinzu und auch der Raum Brandenburg erlebt dort einen regelrechten Boom, womit auch ganz eng zusammenhängt, dass sich dort nicht zufällig in BER-Nähe, jetzt sind wir wieder beim Thema Industrie, allerdings einem ganz aktuellen Beispiel, die Tesla Gigafactory ansiedeln wird in Grünheide. Das Foto zeigt den bereits gerodeten, riesigen Bauplatz. Wenn man da durch den Wald läuft, kreuzt man immer wieder breiteste Schneisen, Stadtautobahnen gleich. Das gab die zu erwartenden Protestreaktionen. Diese Protestaktionen konnten aber ja nur temporär den Planungs- und Bauprozess bremsen, nicht zu Fall bringen. Die aktuellen Pläne sehen vor, bereits am Ende dieses Jahres 2021 mit der Produktion zu beginnen. Ob das funktionieren wird oder nicht, werden wir bald sehen. In jedem Fall sind 500.000 Elektroautos pro Jahr dort geplant. Im heutigen demokratischen Staat ist der Bürger der Steuermann und sind die Beamten die Ruderer des Gemeindeschiffes. Der Bürger als Steuermann, was soll denn das heißen im Städtebau? Steuert der Bürger hier den Städtebau? Vielleicht über Wahlen? Nein, Berlin war und ist eine Hauptstadt heftigen Protests, des Protests gegen viele Projekte und dieser Protest hat die städtebauliche Entwicklung in Berlin und im Umland sehr, sehr stark geprägt. Und zwar über die gesamten 100 Jahre und noch länger. Denn Groß-Berlin selbst war ja das Ergebnis heftiger städtebaulicher Proteste vor dem Ersten Weltkrieg. Sie sehen das hier auf dem Plakat, das Käthe Kollwitz 1912 gestaltet hat und das sich gegen die katastrophalen Wohnverhältnisse in der Kaiserzeit wandte, gegen Wohnverhältnisse, die durch die Schaffung von Groß-Berlin überwunden werden sollte. So die Hoffnung damals. Sie sehen das auch an dem großen Mieterstreik im Jahre 1932, den größten Mieterstreik, den Berlin je erlebt hat. Sie sehen hier im Hinterhof Fahnen aus den Fenstern hängen, und zwar Hakenkreuzfahnen und Fahnen mit Hammer und Sichel. Durch verschiedene Parteien wurde dieser Mieterstreik damals unterstützt. Einen Höhepunkt erreichte der Protest in den 1970er und 80er Jahre im geteilten Berlin, im Großraum Berlin. Und zwar hauptsächlich gegen den Kahlschlag und den Verfall von Altbauvierteln. Zunächst in West-Berlin, dann auch in Ost-Berlin und anderen Städten der DDR, wie zum Beispiel in Potsdam. Sie sehen hier ein Plakat einer Ausstellung im Sommer 1989, das sich gegen den Verfall von Potsdam, insbesondere der zweiten barocken Stadterweiterung, gewandt hat. Tatsächlich waren die Kämpfe für eine Erhaltung der historischen Stadt ein wesentliches Element der Friedrichschen Revolution, die das Jahr 1989 in der DDR gekennzeichnet hat. Der Protest gegen die autogerechte Stadt setzte schon viel früher ein, als wir das heute so denken. Bereits 1972 gab es eine Protestaktion auf dem Kurfürstendamm in West-Berlin. Sie sehen hier Radfahrer, zum Teil mit Atemmasken, die sich gegen den Ausbau von Autobahnen und den Ausbau von Hauptstraßen im Sinne der autogerechten Stadt gewehrt haben. Das war 1972, ja fast vor 50 Jahren. Auch heute, nach der Vereinigung,
gehen die Proteste weiter. Sie sehen hier ein Plakat aus dem Jahre 2019 von der Initiative COTI am Cottbuser Tor. Hier wird ein Thema in den Vordergrund gerückt, das ganz entscheidend heute ist: die Frage der steigenden Mieten, die Angst vor der Verdrängung, der Druck auf die Mieter und die Forderung nach sozialen Mieten. Zusammengefasst, Berlin war und ist eine Hauptstadt des Protests. Nach dem Eindruck, den die Reichshauptstadt auf das Ausland macht, wird Deutschland und seine Bedeutung für die Welt beurteilt. Ja, dieser Raum ist überschrieben mit ungeliebte Hauptstadt, Fragezeichen, Schaufenster Deutschlands. Warum dieses Fragezeichen? Der Hauptstadtstatus von Berlin ist nie so eindeutig wahrgenommen worden, weder von innen noch von außen, wie das beispielsweise für Rom oder für Paris oder für London gilt, wo das einfach gesetzt ist und war. Berlin hat damit eher gehadert, hat darum gekämpft, hat ja auch diesen Status lange Jahre abgegeben. Heute sieht es so aus, dass Berlin eine große Attraktivität nach außen ausstrahlt als Hauptstadt, international als das tolerante Schaufenster Deutschlands gilt. Ob das in der Eigenwahrnehmung so hinhaut, da sieht es eher etwas ambivalenter aus. Gehen wir wieder zu Groß-Berlin 1920. Da gab es drei stadtbildprägende Orte, an denen sich der Staat repräsentierte. Auf dem Luftbild von 1930 ungefähr herum sieht man einen dieser Orte, nämlich den Reichstag mit dem vorgelagerten Platz, während der Weimarer Republik Platz der Republik, davor und danach Königsplatz, jetzt wieder Platz der Republik, der Name wechselte dort ständig, am Spreebogen. Beim Reichstag bleiben wir auch noch einen Moment. Heute gilt nämlich die transparente, gläserne Kuppel als das Symbol des politischen Berlin, die Foster & Partners dort 1995 nach gewonnenem Wettbewerb auf das Dach gesetzt haben, unmittelbar nach, die meisten erinnern sich wahrscheinlich auch gerne, unmittelbar nach den 2 Wochen des verpackten Reichstags. Diese Kuppel strahlt Transparenz aus, Öffentlichkeit. Ganz anders ist das mit einem anderen Stück Staat, auch im Zentrum Berlins, nämlich mit dem BND, mit dem Bundesnachrichtendienst von Kleihus und Kleihus, 2016 fertiggestellt. Da tritt einem ein stark gerastertes, strenges, hermetisches Gebäude entgegen. Es hat abweisende Ausstrahlung, eine echte Geheimdienststadt. Was der Hauptstadtstatus aber auch mit sich bringt, sind großzügige Geschenke seitens des Bundes an die Stadt, an die Bewohner, an die Besucher in Form von Kulturbauten. Viele davon hoch willkommen, manche allerdings auch umstritten, beispielsweise die neue Bauakademie. Vorgängerbau war die Schinkelsche Bauakademie von 1836, der Vorgänger auch der heutigen TU Berlin, die gar nicht so sehr im Zweiten Weltkrieg gelitten hat, sondern zugunsten des Außenministeriums zu DDR-Zeiten abgebrochen wurde. Jetzt kennen wir seit vielen Jahren bereits diese rekonstruierte Ecke, die ja symbolisch für das steht, was da kommen soll. Und genau darum, was da kommen soll, gab es lange Jahre sehr kontroverse Debatten. Inzwischen sind diese Debatten beantwortet mit so viel Schinkel wie möglich. Wir werden sehen, was die Umsetzung dann bringt. Die politischen Grenzen der Reichshauptstadt stimmen mit den tatsächlichen nicht überein. Die Stadt Berlin und die Provinz Brandenburg greifen wirtschaftlich und verkehrlich ineinander. Brandenburg braucht Berlin und Berlin braucht Brandenburg. Das war schon 1920 klar und bereits im Groß-Berlin-Gesetz waren Vorschläge enthalten, wie die Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg durch stabile Plattformen entwickelt werden kann. Allerdings haben wir gesehen, das ist nicht so einfach, das hat bis heute nur begrenzt geklappt, da muss noch deutlich nachgebessert werden. Berlin und Brandenburg sind ein Kulturraum und wir konzentrieren uns in diesem Raum hier auf 2 Städte, die Mutterstadt von Berlin und die Tochterstadt von Berlin. Denn Brandenburg an der Havel ist die Mutterstadt von Berlin. Es ist die bedeutendste Stadt im frühen Mittelalter in der Mark Brandenburg. Sie hat das Stadtrecht an Berlin weitergegeben
und sie hat den interessantesten und besten mittelalterlichen Stadtgrundriss mit drei gewaltigen mittelalterlichen Kirchen noch heute zu bieten. Aber Brandenburg an der Havel ist nicht nur eine Stadt des Mittelalters, ist auch eine Stadt der Industrie seit dem 19. Jahrhundert und es ist, das weiß kaum einer mehr, eine Stadt des neuen Bauens in den 1920er Jahren unter dem Stadtbaurat Karl Erbs. Karl Erbs lässt 1930 eine Broschüre entwickeln unter dem Titel Brandenburg, Trabantenstadt westlich von Berlin, wo er stolz auf die Bedeutung von Brandenburg hinweist. Und in Brandenburg selbst entstehen neue bauliche Anlagen, an allererster Stelle ein Wohlfahrtsforum, ein Höhepunkt des neuen Bauens in Deutschland. Brandenburg an der Havel, die Mutterstadt, Potsdam, die Tochterstadt, insbesondere der preußischen Könige, des preußischen Kurfürsten. Potsdam ist eine ganz besondere Stadt. Sie ist auch und immer eine Stadt der Wissenschaften gewesen, wie wir nicht nur am Telegrafenberg sehen können, wo sich heute eine der weltweit wichtigsten Einrichtungen zur Erforschung des Klimawandels befindet. Brandenburg war aber auch eine Stadt des Militärs mit großen Militäranlagen, Kasernenanlagen, die heute umgenutzt werden, wie zum Beispiel in Krampnitz. Krampnitz, eine der großen Militärkasernenanlagen, die zu einem neuen Stadtteil entwickelt werden sollen, wie viele andere große Militäranlagen im Raum von Berlin und Brandenburg. Brandenburg ist auch berühmt für seine Gewässer. Aber wir haben das in letzter Zeit gesehen, Wasser ist ein kostbares Gut. Und Brandenburg war durch Trockenheit geprägt in den letzten Jahren. Und wir müssen sorgfältig mit dem Wasser umgehen. Vor diesem Hintergrund ist auch die technische Wiederaufbereitung von Wasser von großer Bedeutung, wie wir sie beispielsweise in dem Klärwerk Münchehofe sehen können, wo mit neuen Verfahren experimentiert wird. Berlin braucht Brandenburg, Brandenburg braucht Berlin. Beides gehört zusammen. Wir sind nicht allein. Blick nach Europa ist dieser Saal hier überschrieben. Und Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir diesen Blick nach Europa tun. Es ist ja so, dass Berlin nicht die einzige Großstadt um 1900 herum war, die so rasant gewachsen ist. Und es gab immer einen internationalen Austausch darüber, wie die Städte dieses explosionsartige Wachstum administrativ, politisch und planerisch in den Griff bekommen haben. Was wir hier tun, ist an vier Städten das durchzudeklinieren, was wir an Berlin im Großteil der Ausstellung bereits breit aufgefächert haben. Hier passiert das in sehr komprimierter Form. Und zum Auftakt sehen Sie vier, ja, so spinnenartige Gebilde. Das sind Stadtgrundrisse der vier Städte, die wir hier betrachten. Das handelt sich hier um Moskau, um Paris, um London und um Wien. Basieren tun diese Grafiken auf der Gestaltung von Alexander Rodchenko und Varvara Stepanova für einen Prachtband zu Moskau 1938. Und unsere Grafikerinnen haben Berlin noch klein daran angelehnt hinzugefügt. Gehen wir zunächst nach Moskau. Moskau organisiert in fünf Ringen um sein Zentrum, um den Kreml. Aber seit 2012 hat Moskau mit der Erklärung, jetzt Groß-Moskau zu sein, einen enormen Annex, einen Auswuchs nach Südwesten erfahren und seine Fläche mehr als verdoppelt, nämlich auf 255.000 Hektar. Moskau ist immer schon rasant gewachsen, sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe. Und zwei Hauptmotoren für dieses Wachstum waren und sind der öffentliche Personennahverkehr, hauptsächlich U-Bahnbau und der Wohnungsbau. Pro Stadt haben wir zwei Bilder ausgesucht. Für Moskau ist das zum einen ein historisches von einem U-Bahnhof, Planungen dafür aus den 20er Jahren. Schon eine sehr eindrucksvolle, große Halle für diese U-Bahn-Station.
aber noch relativ moderat in der Ausstattung. Das, was dann später die Paläste des Untergrunds genannt wurde, was jeder Moskau-Besucher unbedingt aufsucht, diese neobarocken Prachtbauten, die entstanden ab 1935. Immer Hand in Hand mit dem Ausbau des U-Bahn-Netzes, des öffentlichen Personennahverkehrs, ging auch der Wohnungsbau. Und sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart hat sich das hauptsächlich an Hochhäusern festgemacht. Allerdings sind das jetzt nicht mehr diese grauen Plattenbaugiganten, die wir alle vor Augen haben. Jetzt wird es alles schillernder, bunter. Es gibt seit 2012 einen Qualitätskatalog, der den Wohnungsbau begleitet. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass Moskau heute eine der teuersten Städte weltweit ist. Was wir an dem Bild sehen, an diesem Projekt von Büro Moskau aus dem Jahr 2016, ist dreierlei. Zum einen, welche Dimensionen diese Wohnkomplexe annehmen. Das sprengt schon das, was wir so hier aus unseren Breitengraden kennen. Zum anderen, wie virulent dieses Wachstum ist und die Bautätigkeit. Auf der einen Seite ist das Gebäude schon fertig, hinten drehen sich noch die Krane. Man sieht auch diese immensen Flächen, die freigeräumt werden, um neue Stadtviertel zu entwickeln. Schauen wir nach Paris. Paris ist anders als Groß-Moskau oder auch Groß-Berlin oder auch Groß-Wien keine Einheitsgemeinde. Paris ist ein Flickenteppich aus ganz unterschiedlichen Kommunen und auch Bevölkerungsgruppen. Es ist bis heute nicht so recht gelungen, trotz aller Willensbekundungen und Bemühungen, eine übergeordnete gemeinsame Stadtplanung zu installieren. Paris zerfällt auch in der Wahrnehmung in zwei Teile, nämlich einmal den Bereich innerhalb des Autobahnrings, der Peripherik, und den Außenbezirken, die als Banlieue bezeichnet und bekannt, auch immer ganz eng in Kontext mit den Großsiedlungen, mit den Grand Ensemble gesetzt werden. Eines dieser Grand Ensemble ist Sarcelles im Norden von Paris. Sarcelles ist 1964 entstanden, ist die älteste Großsiedlung und angeblich auch eine der gefährlichsten. Seit der Jahrtausendwende ungefähr wird aber der Gedanke wieder wacher, doch an eine gemeinsame Stadtplanung zu kommen. Und das äußert sich in solchen Projekten wie Le Grand Paris oder Grand Paris Express oder auch Reinventing Paris. Was nach wie vor ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Gesamtkoordinierung dieser teils konkurrierenden Projekte noch nicht so ganz funktionieren möchte. Was es auch gibt, ist eine deutliche Hinwendung zu einer nachhaltigen Stadtplanung. Das gilt nicht nur für Paris, aber hier gibt es eine besonders prominente Vorreiterin dieser Ideen, die eigene Bürgermeisterin Anne Hidalgo, womit sie sich nicht nur Freunde macht. Was immer ein Motor ist und wo dann auch gleich diese Vorsätze umgesetzt werden können und hoffentlich auch umgesetzt werden, ist Olympische Spiele. Olympische Spiele sind immer ganz wichtig für die Stadtentwicklung, zumindest für die Bereiche, in denen sie stattfinden sollen. Hier stehen sie für 2024 vor der Tür. Es gibt natürlich bereits diverse Planungen, die sich um die Olympischen Spiele ranken. Unter anderem vom Atelier d'Urbanisme, die für das Seineufer Pläne vorgelegt haben. Das ist das Beispiel hier, ungefähr auf der Höhe, wo später das Olympische Dorf entstehen soll. Insgesamt steht dahinter auch der Gedanke an eine nachhaltige Stadtentwicklung. Ganz besonders befördert durch eine prominente Stimme, nämlich die eigene Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Ja, London ist ebenfalls keine Einheitsgemeinde. London setzt sich zusammen aus 32 Boroughs, immer schon eine sehr wichtige Handels- und Dienstleistungsstadt. Der Großraum heute knapp 9 Millionen Einwohner. London hat um die Jahrtausendwende herum eine Art Renaissance des Städtebaus erfahren. Vorher lag er doch eher auf Eis. Unter Tony Blair wurde die Greater London Authority eingerichtet. Diese Institution gibt es zwar in der Form heute nicht mehr, aber sie hat sehr viele andere Institutionen angeschoben und auch sehr, sehr viele wichtige Projekte. Ein ganz wichtiges Thema für London ist, das Herz der Stadt attraktiver zu gestalten. Das ist aber nicht neu. Dieses schöne Schwarz-Weiß-Bild zeigt, dass Festival of Britain, das 1951 stattgefunden hat, um das Themseufer ungefähr auf der Höhe der Waterloo Bridge zu revitalisieren. Gleichzeitig war das die Keimzelle für das South Bank Centre, ein großes Kulturzentrum. Und auch in London hat Olympia eine wichtige Rolle gespielt. 2012 haben dort die Spiele stattgefunden. Das hat den Osten
Londons sehr stark vorangetrieben. Was in den 80er Jahren mit Canary Wharf noch so, ja, mehr oder weniger gut geklappt hat, ist jetzt doch wesentlich lebendiger geworden. Die ehemaligen Hafenareale werden zu neuen bunten Stadtquartieren. Es wurde auch im Zuge von Olympia erstmals so intensiv darüber nachgedacht, was macht man eigentlich mit der ganzen Entwicklung, wenn Olympia vorbei ist. Man muss doch darüber hinausdenken. Und das wurde hier getan. Es wurden Parks angelegt, es wurden neue Wohnquartiere entwickelt. Es wurden ganz bunte Stadtquartiere entwickelt. Eins, das noch nicht ganz fertig ist, entwickelt sich entlang der Ufer von Lee und Themse, die City East. Und hier ist es das Büro Fifth Studio, die sich besonders der Attraktivität des öffentlichen Raums widmen und ein besonderes Augenmerk auf die Fußgänger und die Fahrradfahrer legen. Das ist allerdings auch etwas, was man flächendeckend in der ganzen Stadt beobachten kann, wie auch das in London eher kleinteilig geplant wird, vielleicht den 32 Boroughs geschuldet. Es wird auf Nachbarschaftsniveau geplant und für die Nachbarschaft entwickelt und es werden auch bevorzugt junge Büros herangezogen für die Planung. Schauen wir zum Abschluss dieses Raums noch nach Wien, das schon 1892 als Groß-Wien Vorbild für Berlin war. Eine andere Vorbildfunktion hat das Rote Wien. Und hinter dem Roten Wien verbirgt sich das nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend kommunale und genossenschaftliche Institutionen die Stadtplanung gelenkt haben. Das hat sich nicht nur, aber ganz besonders stark im Wohnungsbau geäußert, tut es bis heute. Das Beispiel hier ist der LaSalle-Hof, der 1926 entstanden ist, mit 290 Wohnungen damals die größte Wohnanlage im zweiten Bezirk in der Leopoldstadt war. Aktuelle Beispiele zeigen ja die inzwischen beinahe schon klassische, jedenfalls sehr beliebte Mischung aus der Entwicklung großer Verkehrsinfrastruktur Projekte in Kombination mit dem Entstehen von neuen Stadtvierteln. Jüngstes und vielleicht auch prominentestes Beispiel in Wien, auch noch nicht ganz abgeschlossen, ist der neue Hauptbahnhof. Der neue Hauptbahnhof mit dem markant gefalteten Dach, der ist fertig, aber außenrum entwickelt sich das Gebiet munter weiter. Auf den brachgefallenen Gleisflächen zum Beispiel, weil die Verkehrsströme umgelenkt wurden, entsteht das Sonnenwendviertel. Und auch für Wien gilt, eine nachhaltige Stadtentwicklung zu etablieren, was bis heute großen Einfluss hat, weiterhin auch im internationalen Vergleich stärker als anderswo, ist der kommunale Einfluss auf den Wohnungsbau in dieser Stadt. Wir befinden uns hier im dritten Teil der Ausstellung im Kronprinzenpalais. Dieser Teil der Ausstellung widmet sich dem Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs, den der Architekten- und Ingenieurverein bereits vor 2 Jahren ausgelobt hat. Und dieser Wettbewerb zeigt hier seine Ergebnisse. Warum ein Wettbewerb zur Entwicklung von Berlin und Brandenburg, fragt man sich. Die Idee stammt eigentlich aus dem Jahr 1907, in dem der Architekten- und Ingenieurverein einen städtebaulichen Wettbewerb ausgelobt hat, der die Perspektive, die Entwicklung Berlins in den Vordergrund gestellt hat. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs kann man an einzelnen Stellen heute in Berlin sehr wohl nachvollziehen, aber es ist dringend notwendig, in der augenblicklichen politischen Situation auch darüber nachzudenken, wie man die Ränder der Stadt Berlin entsprechend mit Brandenburg zusammen entwickelt. Diese Aufgabe haben wir in den Raum gestellt. Es haben sich 55 Büros darum beworben, in die engere Wahl zu kommen. Die 18 Teilnehmer der engeren Wahl sind tatsächlich alle an dem Ergebnis orientiert in den Wettbewerb eingestiegen und haben ihre Ergebnisse auch abgegeben. Unter Leitung von Joe Konen, dem Vorsitzenden eines internationalen Gremiums, das diesen Wettbewerb juriert hat, wurden 5 Preisträger insgesamt ausgewählt. Und diese 5 Preisträger sind hier mit allen Wettbewerbsanteilen, Arbeiten zu sehen. Darüber hinaus sind aber auch die restlichen 13
Wettbewerbsteilnehmer in diese Ausstellung mit Teilaspekten ihrer Arbeit ausgestellt. Die Wettbewerbe haben natürlich also den Sinn, eine Diskussion hervorzurufen. Wir sind im Augenblick in Berlin in einer Situation, in der Berlin und Brandenburg gemeinsam eigentlich schauen muss, wie man die Ränder der Stadt Berlin entsprechend entwickelt. Da gibt es viele Fragestellungen. Es gibt die Fragestellung der Infrastruktur, des Verkehrs. Es gibt die Fragestellung, ob man einen Siedlungsstern weiterverfolgt, also die Grünräume zwischen den Entwicklungsachsen tatsächlich bewahrt, oder ob man neue Entwicklungsbereiche aufmacht oder, wie der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg zeigt, dass man tatsächlich sowas wie die zweite Reihe um Berlin als Standort entwickelt, Städte der zweiten Reihe zu Nebenzentren entwickelt. Diese Ausstellung zeigt, dass alle diese Themen auch tatsächlich bearbeitet worden sind.